Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Ist wirklich ein seltsames Land. Einerseits Weltmacht, andererseits doch allertiefste Provinz, vor allem wenn man nach ein paar Wochen Ausland zurückkommt. Und vor 2 oder 3 Tagen habe ich dann gelesen, Svenja Schulze, meine Lieblingsministerin, weil die auch so klein ist wie ich, Svenja Schulze hat sich jetzt auch für das Tempo 120 ausgesprochen, mit der üblichen Begründung, das wäre gut für den Umweltschutz. Ich meine, bei allem, was in Deutschland passiert, bei der Situation der Krankenversorgung, bei der Verkehrslage, bei den 2.500 maroden Brücken, die irgendwie kurz vor dem Abbruch oder Umfall oder Zerfall stehen, ist wirklich Tempo 120, für das ich prinzipiell bin, ein Thema, das nun einmal mehr die Koalition bedroht. Ich meine, als hätten die wirklich keine anderen Sorgen. Ich finde das auf eine Weise schon beachtlich, wie man sich ablenken kann von wirklichen Problemen und dann anfängt, die Peanuts zu zählen, die Erbsen zu zählen, die kleinen Karottenstückchen zu zählen, die man eben auf dem Küchentisch zersäbelt hat. Und ich frage mich dann natürlich, was ist los in diesem Land? Und mir fallen natürlich so ein paar freudianische Erklärungen ein, die alten Klamotten mit Verdrängung und Projektion, aber das haut alles nicht hin. Es muss noch was anderes sein und ich weiß nicht, was es ist. Und das nagt an mir, das zerfrisst mich richtig, das frisst mich auf, dass ich nicht erklären kann, was in Deutschland los ist. Also ich gerate an die Grenzen meines Fassungs- und Erklärungsvermögens. Ich habe ohnehin eine andere Lösung im Kopf. Ich habe vor, ich weiß nicht, 30 Jahren einen Aufsatz geschrieben, in dem ich dafür plädierte, Israel als Bundesland in die Bundesrepublik aufzunehmen. Weil das Wetter dort gut ist, weil es eine ordentliche Mittelmeerküste hat, weil die Deutschen schon immer einen Drang an die Sonne hatten und weil die Israelis so gerne Wagner und Schubert und Mozart hören. Also es wäre für alle Seiten eine Win-Win-Situation. Und damals war die Bundesrepublik noch die Bonner Republik, also 11 Bundesländer und Israel hätte das 12. werden sollen. Und jetzt denke ich, angesichts auch dieser verteidigungspolitischen Situation, jetzt denke ich, ob es umgekehrt nicht viel besser wäre, dass Israel die Bundesrepublik übernimmt und es zu einer seiner Provinzen erklärt. Und es würde diesem Land gut tun, davon bin ich überzeugt.